und gleich noch einmal Ehe in der Orientierung, diesmal aber ganz anders. Im streng religiösen Judentum nämlich wird geheiratet, ohne dass einander die beiden Partner, Frau und Mann, wirklich kennen. Ein paar Treffen vor der Hochzeit müssen genügen, um die Wahl fürs Leben zu treffen. Eine wichtige Rolle bei dieser Form der Eheanbahnung spielen Heiratsvermittler. Unser Israel-Korrespondent Ben Segenreich hat sich angeschaut, wie das funktioniert und ob es im strenggläubigen Judentum auch so etwas wie Romantik gibt. Im Judentum ist ja gesagt, dass es, so wie man uns sagt, es steht geschrieben, dass eigentlich der Lebenspartner, also der Ehepartner von einem Menschen schon 40 Tage, bevor er überhaupt erzeugt wurde, vorbestimmt ist. Und man muss ihn eigentlich nur finden. Und für das Finden des Partners gibt es eine altbewährte Methode. Jente heißt die Heiratsvermittlerin, der in dem Musical Anatevka ein eigener Song gewidmet ist. Die Handlung spielt im 19. Jahrhundert in einem jüdischen Städtel in Osteuropa, aber was die Eheanbahnung betrifft, gelten heute für streng religiöse Juden noch immer die gleichen Gepflogenheiten wie damals. Die meisten Israelis sind nicht religiös, sie bandeln mit dem anderen Geschlecht so an, wie es in modernen Gesellschaften eben üblich ist, in der Diskothek, am Arbeitsplatz, bei der Ausbildung. In der Parallelwelt der Haredim, wie man die streng religiösen in Israel nennt, geht das nicht. Also bei uns gibt es vor einer Ehe oder zumindest einer Verlobung keinen Kontakt zwischen Männern und Frauen. Und die Schulen sind nicht gemischt und die Hochschulen sind nicht gemischt. Also, und auch wenn Familien irgendwie beieinander sind, ist es nicht üblich, dass die Jungen mit den Mädchen irgendwie reden. Sie können sich auf der Straße sehen, ja? Also, man geht nicht auf gestrennten Gehsteigen. Aber sie haben keine Gelegenheit, sich zu treffen. Und auch wenn sie die Gelegenheit hätten, zum Beispiel bei der Arbeit. Es ist nicht üblich, dass man so eine Bekanntschaft eingeht. Das heißt, wenn zwei Menschen unter dem Traubaldachin zusammengeführt werden sollen, dann geschieht das durch einen geregelten Schiduch, eine Ehestiftung, und dazu braucht man einen Ehevermittler, einen Schadhan oder in der weiblichen Form eine Schadhanit. Wie Ora, ihren Familiennamen sollen wir nicht nennen. Schadhanit sein, das ist nicht eigentlich ein Beruf, sagt sie, es ist eher eine Mitzwa, die Erfüllung eines religiösen Wohltätigkeitsgebots. Das ist eine Mitzwa, was die Bezahlung betrifft. Ja, es gibt Leute, die wollen etwas geben, denn man muss sich bedanken. Und das Mittel, sich zu bedanken, ist, etwas zu geben. Entweder Geld oder irgendein Geschenk. Und das ist sehr wichtig für das Glück des Paares. Es gibt nämlich den Glauben oder Aberglauben, dass es den Brautleuten Unglück bringt, wenn die Vermittlerin nicht belohnt wurde. Eine ganz entscheidende Rolle beim Durchchecken der möglichen Partner im Zusammenspiel mit der Schadhanit haben die Eltern. Die aus Wien stammende Rechtsanwältin Edith Goren hat zwei ihrer Kinder, die streng religiös geworden sind, über einen Schiduch verheiratet. Es werden die Eltern angerufen, die Eltern müssen sich überlegen, ob es ein passender Antrag ist oder nicht. Müssen halt ihre weiteren Informationsquellen finden, um Informationen einzuholen, weil man verlässt sich nicht nur auf den Schadhan. Weil der natürlich, der hat was zu verkaufen, der muss immer ein bisschen auf die gute Seite übertreiben, das gehört dazu. Und dann müssen eben die Eltern entscheiden, ob sie einverstanden sind oder nicht. Und das ist halt eine Verantwortung. Das erste Treffen von zwei Heiratskandidaten arrangiert die Schadhanit fast immer in der Lobby eines großen Hotels. Gila Pein hat schon 5 Kinder, aber sie weiß natürlich noch genau, wie das war, als ihr vor 12 Jahren ein blutjunger Engländer angetragen worden ist, der in einer Religionshochschule in Israel studierte. Mein Vater hat mich begleitet, war ungefähr 10 Minuten mit uns zusammen dann in der Hotellobby, ist dann weggegangen. Und danach haben wir uns dann noch ungefähr eineinhalb Stunden, also wir haben mit eineinhalb Stunden noch miteinander geredet. Und mussten dann am Ende die Schadhanit anrufen und jede Seite musste halt der Schadhanit sagen, ob wir interessiert sind, uns weiterzutreffen. Und wir waren. Und wir haben uns dann 4-mal getroffen. Das war genau eine Woche. Und beim 4. Mal haben wir uns verlobt.
Dass das sehr rasch und zielgerichtet durchgezogen wird, ist kennzeichnend für einen Schiduch. Es gibt extreme Fälle, wo die Brautleute einander vor der Ehe nur ein einziges Mal gesehen haben. Aber alle Beteiligten versichern, dass das gut funktioniert und dass zusätzliche Treffen mehr schaden als nützen. Noch ein Treffen und noch ein Treffen wird nicht dazu beitragen, den Menschen besser zu kennen. Man kommt auch mit ehrlichen Absichten, nicht um herumzuspielen. Beide Seiten wollen eine gute Familie in Israel gründen. Niemand will da etwas Schlechtes, weder für sich noch für den anderen. Die jungen Leute kennen auch gar nichts anderes. Shlomo Shafir ist jetzt 17, das heißt, in 2-3 Jahren werden seine Eltern beginnen, nach einer Frau für ihn Ausschau zu halten. Was das Ganze zusammenhält, ist der Schiduch, die Ehestiftung und nicht eine Beziehung davor. Wenn man eine Beziehung hat, hat man einfach Spaß und weiß nicht wirklich, was sein wird. Ein Schiduch ist stärker. Bei den streng Religiösen ist man überzeugt, dass die Vorbereitung den Erfolg garantiert. Die Partner wurden ja schon so ausgewählt, dass sie optimal zueinander passen. So werden sie, finden sie jemanden, der aus der richtigen Umgebung kommt, der aus der richtigen Familie kommt, der aus der richtigen Religionsgleichheit kommt und so weiter und der ihren Erwartungen entspricht. Denn wir glauben auch, wenn das Paar sich getroffen hat, dann kommt das von oben und der liebe Gott wollte, dass sie sich treffen. Also es gibt die Eltern, es gibt den lieben Gott, der die Paare zusammenführt. Aber man glaubt auch, die hauptsächliche Arbeit folgt erst nachher. Habe ich ihn wirklich hundertprozentig gekannt überhaupt nicht? Hat er mich gekannt? Auch nicht. Aber im Allgemeinen haben wir das Gefühl gehabt, dass, okay, ich kann mit ihm arbeiten. Also so ungefähr. Ja, und außerdem sollte der junge Mann ja durch seine religiösen Studien gelernt haben, wie man sich gegenüber der Ehefrau verhalten muss. Der Bursch muss wissen, wenn es nur einen Polster im Haus gibt, ist er für seine Frau. Wenn es nur ein Bett gibt, ist es für seine Frau. Wenn es nur eine Mahlzeit gibt, ist sie zuerst für seine Frau. Was ein Gentleman ist, haben wir nicht von den Engländern gelernt, sondern aus der Tora. Ist die Eheschließung dann also letztlich nur eine technische Prozedur zwischen Fremden? Wo bleiben die Gefühle und die Romantik? Es ist natürlich ein bisschen technisch, das Erste, was nicht bedeutet, dass diese Paare mit der Zeit, wenn sie sich näher kennenlernen und wenn sie dann verlobt sind überhaupt, nicht eine gewisse Romantik entwickeln. Sehr wohl. Die sind dann... Also ich habe das bei meinen Kindern gesehen, bei Kindern von Freunden und Verwandten. Die sind dann genauso wie alle anderen jungen Paare auf der Welt sehr verliebt, sehr romantisch, sehr glücklich, sehr aufgeregt über die Hochzeit und so weiter. Aber der Weg dorthin ist halt ein bisschen anders. Also das Romantische bis zur Ehe passiert nicht. Aber doch, ich meine, war es mir wichtig, ob ich ihn wieder sehen wollte und ein bisschen aufgeregt und nervös war. Und also in Fällen, wo irgendwie ich gar nichts gefühlt habe und mir gedacht habe, okay, ich treffe ihn nochmal und okay, dann war es für mich auch ein Nein. Aber bei meinem Mann war es halt so Schmetterlinge im Bauch, doch. Und das war wichtig für mich auch. Wie auch immer, es ist eine Art jüdischer Volkssport, beim Anblick einer ledigen Person gleich darüber nachzudenken, mit wem man sie zusammenbringen könnte. Ich denke, es ist charakteristisch für das jüdische Volk, dass jeder ein potenzieller Heiratsvermittler ist. Kein Zweifel, dass es im jüdischen Volk alle als Mission sehen, zu helfen, eine jüdische Familie zu gründen. Der Schiduch, die Ehestiftung, ist also in gewisser Weise ein Instrument, mit dem eine über Jahrhunderte verfolgte Minderheit ihren Fortbestand sichert.